Klick du nur weiter. Ich lade nach. Kerl, wie gesagt, das haben sie drin gelassen. Diese Anzüge sind. Bah, du Ferkel. Okay, also das gleich, fast das gleiche wie bei Nova, wenn man Nova spielt, die bringt dann in etwa sowas Ähnliches raus. Lesen, weißt du? Ja, hab verstanden. Was ist los? Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir müssen jetzt hier noch. Ja. Power können wir noch ausbilden und. Wir haben eh genügend Mineralien. Rums. Das sind die neuen. Keine Ahnung, was das genau sind. Das sind Art Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob das sogar transformierte Hellions sind. Wie gesagt, ich habe das den Multiplayer noch nicht gespielt. Warum ich den nicht gespielt habe, ich hätte es in der Beta spielen können, da ich mir ja das Spiel gekauft habe und somit den Beta-Key bekommen habe. Aber die Beta-Version hatte damals in der Registry quasi, da steht ja eigentlich die Region drin, wie zum Beispiel DEDE, also für Deutschland. Und dort hat es eiskalt ja, StarCraft 2 Beta hingeschrieben. Was meint er natürlich Wings of Liberty? Diese Region ist nicht zuzuordnen. So, und das war dann der Ausschlaggeber, wo ich das deinstalliert habe, dort wieder DEDE reingeschrieben habe und seitdem ging dann Wings of Liberty. Und da habe ich dann lieber gewartet. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ja, dann habe ich das einfach wieder deinstalliert und das Ganze gelassen. Wie viele Larven haben wir jetzt gerade? Oh, doch ein paar. Können wir neue Einheiten bauen. Weil diese Army hier sieht schon nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich Kerrigan dann mit reinziehe, weil hier steht zum Beispiel nicht, dass Kerrigan unbedingt überleben muss, deswegen. Weiß ich das nicht. Sir Kerrigan ist ein Elite-Ghost mit mehreren Trefferpunkten, einen mächtigen Angriff und vernichtenden psychonischen Fähigkeiten. Okay. Das bringt mich jetzt nicht weiter, dass ob die sterben kann oder nicht. So, und in 30 Sekunden wäre dann die Mission auch so gut wie fertig. Also es ist dann wieder etwa so irgendwie Stunde 0. Ach, genial, von meinem ersten Team ist kaum noch was da. Jetzt haben wir hier drei Seiten voller. Ja, zack. So, dann heißt sie zu warten. Dort oben nähern sich schon wieder Terraner. Oder die Liga. Dann haben wir jetzt mal ein hübsches Überraschungskomitee liefern. Ja, der Panzer, der weiß natürlich anscheinend überhaupt nicht, was er machen soll, da er zu viele Ziele da waren. So. Leck, leck, leck. Gut. Ach, die Nidus-Würmer haben ein neues Design, wie es aussieht. Meine Brut ist gekommen. Sie unterstehen deinem Befehl, meine Königin. Perfekt. Jetzt müssen wir in ihre Basis und die Kanone zerstören, bevor Jim eintrifft. Gut, also wieder Zeit. Das hasse ich an solchen Geschichten eigentlich. Tierisch, aber. Wenn du alle deine Streitkräfte in der Schlacht befehligen willst, gibt es eine Möglichkeit, alle zu kontrollieren. Okay, das ist klar. Die Fähigkeit kennen wir, indem wir eigentlich einfach Teams machen. So. Läuft hier eine Zeit? Nein, hier läuft keine Zeit. Das heißt, wir können uns in ganzer Ruhe formieren. Das hier sind nämlich schon ordentlich viele. Wir hätten jetzt 117 Versorgung ausgeschöpft und das ist ganz schön viel. Strong 1, so. Wir haben 278 Einheiten hier. Komplett, da müssen wir noch auf. Moment. Das ist auf der anderen Seite. Jetzt fängt es nämlich schon wieder an zu längen. Da, ja. Ah, okay, die Nidus wollen wir hier, können wir anscheinend nicht anklicken, da die nicht unsere sind. Ja, meine FPS-Zahl oben in der Ecke, die könnt ihr nicht sehen, aber ich, ja, die steht jetzt bei 13 anscheinend, hat dieser gute PC oder Laptop ziemlich viel zu verarbeiten und das wird jetzt sicherlich gleich noch lustiger. Ah, okay. Haha, lol. Und sie geht immer weiter. Nee, jetzt geht sie nicht. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Die kriege ich auch gar nicht alle in den Team rein. Ist der Bildschirm viel zu klein, ne? Ja, versuchen wir es wenigstens. Ja. So, das wären jetzt 215 Einheiten, die wir jetzt hier befehligen.
Also würde ich mal sagen, so an die 205 Zerglinge. Heilige Scheiße, die kommen überall hoch. Ich schicke jetzt hier erstmal Team 1 in die Basis, das sollte schon fast reichen. Wie gesagt, mein FPS ist bei 9, das regt mich gerade tierisch auf und da müssen wir etwas vernichten. Tag, verteidigt die Kanone! Tja, das mit Verteidigen, das ist so schön gemacht. Wir schicken hier immer mehr rein. Nice, die kommen ja wirklich überall aus dem Boden raus. Ja, meine FPS geht wieder hoch. Meine gesamte Brut ist gekommen, um dir zu dienen. Okay, also anscheinend tun die Zerg immer noch an Sarah Kerrigan festhalten, sage ich mal so. Ach, den wird schon wieder langweilig gerade. Draken Impulse Kanone. So eine gab es bei StarCraft 1. Die ist zwar nicht genauso, aber es gab so eine ähnliche Kanone in der letzten Mission der Terraner, die man da auch zerstören musste. Das habe ich übrigens nie geschafft. So. Alle Ziele abgeschlossen. Die Kanone ist zerstört. Die Terraner fliehen zu ihren Schiffen. Tötet sie alle. Niemand von ihnen wird diesen Ort lebend verlassen. Ja, die Königin ist wahrlich zurückgekehrt. Tötet die Terraner. Die Königin? Du hast recht. Ich habe für eine Sekunde vergessen, dass... Ich muss weg von hier. Lol. Okay. Okay, die Einstiegsanimation ist doch noch nicht wir so gut. Wir werden auf deine Rückkehr warten. Ja, Erfolg errungen. Hier habe ich den zweiten anscheinend nicht geschafft. Doch, habe ich. Missionen im Labor. Hm. Noch ein Mainschild, Kinder. Ach, Porträt freigeschaltet? Okay. Zerstören Sie die Renvus. 15 gegnerische Gebäude vor. Schreitkräfte eintreffen. Keine Ahnung. Wir führen erst einmal die Mission fort. Und schauen uns mal an, was hier so kommt. Nämlich ein netter kleiner Loadscreen. Ich konnte ihn jetzt gerade nicht abbrechen, aber der ging ziemlich schnell. Jim, bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Jim Rayner wurde gestern während eines waghalsigen Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Der Imperator sagte Folgendes. Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Rayner ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Die Protoss haben sich zurückgezogen und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Der Schwarm ist zerschlagen und führerlos. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Kurzum, wir haben gewonnen. Frieden und Sicherheit sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt im Zerggebiet.
Bestätigen? Bestätigt. Ja. Ich glaub's noch nicht wirklich, dass Jim Rayner tot ist. Aber okay. Ich schaue jetzt mal, was es hier so gibt. Wir hätten hier einmal Kalir. Abgefangene Übertragungen der Liga deuten darauf hin, dass der Zergschwarm in mehrere Fraktionen aufgeteilt wurde. Eine Brutmutter namens Nafash hat ihre Brut auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Protoss vor Ort sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nafash gegen die Protoss um die Kontrolle Kaldirs kämpft. Man glaubt, dass ihre Brut weit entwickelte und gefährliche Zergorganismen enthält. Gut, und auf Char schauen wir mal, was es dort gibt. Ein Teil des Schwarms befindet sich auf Char und steht unter dem Befehl einer Brutmutter namens Zagara. Sie befindet sich im Kampf gegen die Liga-Streitkräfte von General Warfield. Die befindet sich was? Das klingt interessant, nehmen wir das. Kaldir machen wir also ein andermal.